Hallo und herzlich willkommen zurück bei Oninaki. Leider mit einem Tag Verspätung. Und ich werde wahrscheinlich. Das war das, wo wir gerade waren, ne? Da ist auch ein Update gekommen für die Demo. Das schaut schon echt groß aus. Ne? Hier ist extra Ding da. Da ist eine Stadt. Oh. Warte mal, Schleier durch. Oh. Irgendwie anders aus. Also wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich bei. Habe ich das gehört? Keine Ahnung. Ich bin total verpeilt heute. Es ist einfach zu warm. Zu warm zum Denken. Ich werde es wahrscheinlich bei 3 Folgen mit der Demo belassen. Nicht weil mir das Spiel nicht gefällt, sondern weil ich halt dann doch lieber. Wenn es jetzt dann nicht sowieso aufhört, das hatte ich jetzt bei Dragon Quest Builders das letzte Mal auch. Ja, ich mache nur 2-3 Folgen und bei der dritten Folge war es dann nicht zu Ende. Aber jetzt schauen wir mal, was meine Dixaruin. Hä? Achso, verlorene Stadt. Ich glaube jedenfalls, dass ich da hin soll. Wie gesagt, ist es schon ein Tag her. Ah, okay, das war ja der Angriff. Nochmal. Vom Style her? Oh oh. Fällt's mir auf jeden Fall echt. Und auch weil es gerne. Einen ernsten Touch hat oder. Na gut, was heißt Touch? Das ist halt eher ernst, ne? Ich hab auch. So keine Impression. Wie ging das aus, Leute? Mit X. Wow. Oh fuck. Sag wer der Große, der ist hier beschäftigt. Was soll das werden? Das werden wir eigentlich viel machen. Die hängen ja, kann das sein. Ich hab mich aufgeschossen. Ich weiß gar nicht, wann er den Kopf macht. Stimmt, ich muss ja damals nicht die Tür umgebracht. Da muss man echt aufpassen, dass man dann einfach nur wild auf den Knöpfen drückt, sondern auch ab und zu mal schaut. Achso, jetzt sind wir wieder in den Schleier. Ah, stimmt, das sind dann wieder die anderen Viecher. Die Schweden. Alter, der schießt das! Durch der Sack! Oh ja, das sind die ganzen Leute, die wohl sind, oder was? Ey, der hat was anders geschossen, der Gaul. Wo ist das Vieh? Was sind die ganzen. Zierliche Wächterin. Kuja ist eine überraschend talentierte Kommandantin. Sie kann etwas zuverlässig wirken, unzuverlässig wirken, aber wenn es darauf ankommt, ist immer noch auf sie verlassen. Ah. Ist das denn wieder der Junge? Ist das dasselbe schon wieder? Oi. Bist du einer der Jünger? Ja, wo sind die anderen? Ich hab vergessen, dass ich selber lesen muss.
Du bist der Einzige, den ich finden konnte. Ich glaube, die anderen sind bereits ins Jenseits gegangen. Sokka. Oh. Sore de. Alle, die noch an dieser Welt hängen, sind hier verblieben, so wie du. Also erzähl mal, was dir auf dem Herzen liegt. Hä? Verstehe. Das ergibt Sinn. Mhm. Was denn? Tatsächlich. Nun, ich war nervös, weil er nicht hier war. Nein. Wer war nicht hier? Sore wa... Der Navigator. Er sagte, er würde hier sein, um uns zu führen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Sokka. Vielleicht ist er mit den anderen hinübergegangen. Demo! Ja, vielleicht. Wo ist er? Überzeugt klingt das nicht. Tatsächlich. Es ist nur so ein Gefühl, aber irgendwie hat er sich doch seltsam benommen. Nase. Inwiefern? Ano ne. Manchmal hat er sich allein im Altarraum versteckt. Wenn ich danach sah, war er nicht dort. Aber dann kam er plötzlich aus dem Altarraum heraus, als wäre nichts gewesen. Wozu das alles, wenn er nichts zu verbergen hatte? Demo! Moment, vergiss, was ich gesagt habe. Der Navigator würde uns nichts verheimlichen. Ich weiß es. Oi. Warum jetzt leugnen? Na. Du musst deine Zweifel nicht verstecken. Du glaubst, es gibt einen Grund, dass du ihn nicht gesehen hast, seit du gestorben bist? Hm. Ja. Na. Gut, nun ist es an mir, die Zweifel zu zerstreuen. Oi. Wo ist der Kai? Ano ne. Er liegt westlich von hier. Du glaubst, der Navigator ist dort? Sore wa. Wenn nicht, dann ist er schon vor dir hinübergegangen. Das gilt es dann hinzunehmen. Hm. Gut. Ne. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich möchte den Navigator sehen. Wakatta. Natürlich, nur so wirst du es verstehen. Also nur so wirst du verstehen. See you later, Navigator. Ja, der war schlecht. Also. Okay, da brauche ich erst wieder den Bossgegner. Sekai wo kaeru ka? Chigai ga nai ka sagashite mimasho. Nein! Oshite mairu! Die Waffe schaut schon echt geil. Ja! Level up, da. Neue Stufe. Kimeru. Bam. Definitiv mehr ab. Ah, warum bist du jetzt vor dem? Na, bleib jetzt da. Das wirkt auch ein bisschen so Diablo-like, ne? Also so leicht. Ja, das ist irgendeiner auf den Gedanken kommen. Bam! Ich bin halt eher dafür da, um schneller zu sein. Der andere ist dann doch eher der Damage-Dealer. Wander, da hat doch jetzt irgendwas rumgeleuchtet. Oh, lieber raus, da ist ein großer. Hey, was ist denn hier da? Ja! Ja! Oh, da ist hier so ein großer Pini. Oder Pini. Ja! Nigasan! Ich bin nicht angreifen. Scheinbar nicht. Oh, was ist das? Neue Waffe? Hallo? Das scheint wirklich eine neue Waffe zu sein. Cool, also ich meine, man hat ja gesehen im Menü, dass man auch neue Waffen finden kann.
Die Waffe eines Daimons lässt sich mit Hilfe der Option Ausrüstung im Daimon. Daimonen. Das ist komisch. Daimon hört sich jetzt an sich ja nicht schlecht an, aber wenn du Daimonen, wenn du. Wäre dann auch wieder doof. Ich habe keine Ahnung. Oder wird es einfach nur so geschrieben? Was muss ich machen? Da oben. Daimon. Ausrüstung. Galland. Galahand. Lebenskraft. Hat sich nicht großartig verändert, aber okay. Fähigkeitsbaum. Müssen wir doch jetzt neue Fähigkeiten freischalten können, oder? Eine habe ich. Was ist die Flamme? Keine Ahnung. Wir haben das da, Meteor, Erinnerung von 1 von Zaf. Erinnerung von Zaf hierhin versiegelt. Weich beim Springen länger aus. Fügung. Erscheineffekt. Hinwegfegen. Hopp, hau rein. Aber was ist das mit der Flamme? Das steht wahrscheinlich dabei, oder? Ich brauche scheinbar keine Flamme. Ach Gott, Flamme! Ja. Ich Depp. Ist wahrscheinlich für dich, oder? Oh, die hat zwei fürs Schwert und auch so ein Feuer. Hä? Ich hab doch keine Ahnung, was abgeht, ey. Blenden. Fertigkeit haben Erscheineffekt, Verbundenheit nach Erscheinenzustand, Gruppe. Hallo? Den Angriff. Untergehender Phönix. Weich zurück und fessel mit deinem Daimon eine Stoßwelle. Okay, das kann ich jetzt lernen, weil... Rangaufstieg des Daimons. Aishas Fertigkeiten werden bei Besessenheit stärker. Dein Daimon ist um einen Rang aufgestiegen. Erhöht sich der Rang des Daimons, so vertiefen sich eure Bindungen und die Fähigkeiten des Daimons in besseren Zustand erhöhen sich. Dein Daimon steigt um weitere Ränge auf, während du neue Fähigkeiten erwirbst. Erbarmen. Heilräucherstäbchen erhöht. Was ist das da ergeben? Kraft von Grundangriffen, je nach Verbundenheit erhöht. Gilt mit Aisha in Gruppe. Nehmen wir einfach mal. Mal was können. Aber ich weiß immer noch nicht, wofür die. Da, Fertigkeitsbaum. Dreieck. Untergehender Phönix. Kann ich auch so wechseln? Nee. Fertigkeitsbaum. Dreieck. Hinwegfegen. So, das können wir. Machen wir. Hatten aus. Ach scheiße, nur der fliegt. Wenn ich jetzt hinwegfegen mache, hier. Oh, okay. Hey, warte, dann überleben. Da kommen einfach neue Gegner. Was soll denn das? Ich kann noch neue Gegner herschmeißen, wenn ich jetzt umgekillt habe. So. Da oben muss ich hin, oder? Ja, da oben. Und tschüss. Es könnte auf jeden Fall echt interessant werden, ne? Weil mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man hat durch die Diamonds. Oh, mal das Zeug kann man auch nicht machen, ne? Ey, komisch, manche kannst du zerstören, manche nicht. Ah. Dämonkunde, Schnellreise. Ach, da ist es zwischen den Dingern. Schwierigkeitsgrad speichern. Oh, er speichert, man weiß ja nie, ob ein Boss kommt. Er ist aber auch wieder typisch, dass hier bloß drei Speicherstände sind. In letzter Zeit habe ich das jetzt öfter kaputt spielen.
世界を変えるか変化を探してみましょう。Er ist bestimmt da drin und hat Schiss, dass er sich selber umbringt. Heißt es dann, ich muss ihn umbringen, damit er dann... Ups. Das war irgendwie sinnlos, aber okay. Warte mal, da geht's runter, oder? Hör auf zu springen. Der hat da ein Versteck? Wahrscheinlich hat er die ganzen Jünger umgebracht oder sich umbringen lassen und dann haut er selber bloß ab. Ja, das geht jetzt wieder kaputt, du. Forsch, Mido. Ey, was haben wir hier von den Leuten? Warte mal, was war das? Von der Steuerung her, der ist manchmal ein bisschen verzögert. Okay, das kann ich zerlegen, weil einfach so. Ladies, bitte versammelt euch hier in der Mitte. Danke. Okay, und... Ab. Okay, der andere macht da einfach mal Schaden. Zack. Das war mehr... Mehr ein großes Schwert als ein Speer. Also wirkt es auf mich jedenfalls. Der Übergang konnte ich sehen. Smoother fallen. Ja, das muss schon. Dass er halt nicht ewig braucht, bis er halt da drin ist. Okay, der haut jetzt das um. Da kann ich mich malen. Das ist gar nichts zum Malen. Jetzt zieht er einiges einfach mehr Damage ab wie die anderen. Stimmt ja, der zieht 52 ab. Während die andere plus 30 abzieht. Wobei mich das zurückstoßen ein bisschen nervt. Weil der ja dann hinterher gehen muss. Hey, was geht ab? So ist der halt fast mit zwei Schlägen kaputt. Ja, dann, was ist das wieder? Du siehst halt nicht, was das ist. Ist das einfach nur Heilung? Oder? Wenn das jetzt fertig ist. Ach, scheiße, sie bin einfach doch erwischt. Ich wollte es ja eigentlich zueinander treiben und dann. So, für sowas ist das dann wieder. Ja. Oh, da hat der normale Angriff auch gereicht. Wie geht's denn wieder raus, oder fehlt mir wieder. Boah, was? Achso. Wie halt
Er ist da in dieser Schattenwelt oder in diesem Zimmer oder wie das jetzt immer heißen wird. Weil da würde ich mir ein bisschen so unterschiedliche Gegner wünschen. Dass ich hier drin verstehe. Dann müsste ich mit Meteor drüber können, das wäre geil. Eigentlich müsste es gehen. Aber gut, dann halt nicht. Ah ja, stimmt, so kann ich umschalten. Da geht's auch nicht weiter. Hä? Ey, Vorsicht. Ja, da unten ist auf der Karte ist es auch alles. Ja, verdammt, ich hab's ja wieder vermasselt. Warte mal, bei denen zieht jetzt die wieder mehr, ne? Habt ihr das gesehen? 80? Und ich hab nur Glück dabei, ich bin so getroffen hab. Okay, der zieht auch 80 ab. Alter. Schön sammeln. Und bam. Was noch mehr? Warum ich das wirklich so? Der Angriff ist halt Risiko. Oder mehr Risiko. Ah, okay, glitzern ist. Ich verstehe gerade nicht, was abgeht. Hey, kommt mal bitte alle mit her. Genau, bitte dann über. So, bitte versammeln. Nein, 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 weglaufen. Wenn ihr euch gleichzeitig töten will, könnt ihr einfach weggehen. Schon da entlang. Was ist los? Achso, ja stimmt, das ist ja die spezielle Fähigkeit von dem, ne? Sobald ich die auf so und so viel Prozent habe. So, ich komme hier auch. Hä? Warte, was ist das da? Ach Gott, Teleporter. Verarsch mich. Nein, warum bin ich jetzt mal reingelaufen? Jetzt warten wir, bis wir drin sind. Und nach oben. Ja, ja, versammelt euch! Danke! So macht's dann auf jeden Fall einfach. Leute, Leute, bitte mitkommen. Ja, es ist hier eine Versammlung, wurde anberaumt. Jetzt hast du alle mit. Boah, ich liebe es, wenn naja gut, eigentlich mag ich es einfach nur, wenn Masse vom Gegner verrecken. Komisch klein. Ich weiß nicht, was ihr seid. Ich bin immer noch irgendwie. Stimmt, jetzt kann ich ja wieder wechseln. Wow. Wow, was? Schön zuhauen, ja, danke. Und tschüss.
Bam. Das ist halt auch ein Vorteil, dass du so weit nach vorne stößt. Zelle. Was halten die aus? Ja, ich sehe schon, komm, ich kann nicht einfach aufhören. Ich würde auf jeden Fall, wenn es blöd geht, noch eine dritte Folge, noch eine vierte Folge aufnehmen müssen. Weil gerade, oder ich mache einfach weiter. Ah, okay, vielleicht kommt es jetzt zu einem Ende. Was soll bist denn du? Alles Ding Hände als Hörner? Wow! Boah, wow, gerade so, Mann. Das Ding ist nervig, Alter, geh weg. Und tschüss, mein Freund. Bam, Meteor, mitten ins Gesicht. Ey, wie halt ausweicht. Bist du ein scheiß Boxer? Ich wollte mich nicht heilen. Hab ich jetzt einen Eichsel. Und ja, ist vielleicht ein bisschen so. Okay. Ja, super, das ist einfach nur zum Zerstören da, oder was? Speichern wir da? Nee, shit happens. Und da wird jetzt dann rumgammeln. Alter, der hat sich hier komplettes Versorgungsding aufgenommen, oder was? Oder ist das die Kohle? Das ist Gold von denen. Ach, die Scheiße. Oh, Maika. Bist du der, den man den Navigator nennt? Ja, der bin ich. Warum fragst du? Na. Spiel keine Spielchen, du weißt, warum ich hier bin. So. Ich das? Oi. Du hast soeben einige deiner Jünger getötet. Suriwa. Das haben sie von ganz allein getan. Mudada. Ich sagte keine Spielchen, ich habe einen Zeugen mitgebracht. Ein Zeugen? Ah. Ein Kind, es wartet auf dich. Du hast ihm versprochen, dass ihr euch jenseits des Schleiers wiederseht. Ah, das Kind. Also kennst du es? Du hast die Wahl. Wenn du dein Versprechen halten willst, kann ich dich gleich hier und jetzt rüberschicken. Sonja! Du hast kein Recht, so etwas zu tun. Ja. Oh doch, ich bin ein Wächter. Das Gesetz der Wiedergeburt ist meine oberste Priorität. Halt, stopp, warte. Bitte lass mich leben, ich flehe dich an. Na. Es sieht so aus, als haben eure euer Navigator nie vorgehabt, dich zu treffen. Ja, da hast du wohl recht. Das muss eine ziemliche Überraschung für dich sein, aber verstehst du jetzt? Ja, tief in meinem Herzen habe ich die ganze Zeit an seinen Worten gezweifelt. Ich komme mir ziemlich dumm vor, grinst schief. Sogar. Hey, es gibt immer noch das nächste Leben. Arigato. Danke, schätze ich. Es ist seltsam, jemand das laut zu mir sagen zu hören. Ich bin jetzt bereit zu gehen. Ich glaube, ich kann die anderen noch einholen. Hoffentlich sehen wir uns wieder, sobald ich wiedergeboren wurde, Ebbing. Ja.
Das ist ein schöner Gedanke, aber versprechen kann ich dir nicht. Es dir nicht. Demo! Das heißt aber nicht, dass es nicht passieren kann. Es besteht also eine Chance, oder? Ah. Ja, die gibt es. Hi. Dann hoffe ich auf das Beste. Leb wohl. Moi. Komm mit mir, du kannst deine Seite der Geschichte bei den Gerichtsverhandlungen erzählen. Ugh. Weißt du, es ist sowieso schon alles von diesem Tod- und Wiedergeburt-Zeug geprägt und dann kommt es halt noch solche elenden Mistkerle. Typischer Kultisten-Scheißdreck einfach. Und dann, oh, ich mache einen Kult auf, tu so, wie wenn ich das so wichtig wäre. Und dann, ja, dann benutzen sie einen bloß. Ich habe deine Nachricht erhalten, dann ist das wohl der Navigator der Arche der Hoffnung. Alles ist vorbereitet, die Gerichtsverhandlung kann beginnen. Wir sollten gleich in den Gerichtssaal gehen. Das ist... Masaka. Das ist das Mädchen, das mir erschien, als ich jung war. Das ist überhaupt nicht gealtert. Kümmere dich um ihn, Kushi. Ich muss etwas erledigen. Oh, oi! Was könnte denn wichtig... Hey, komm sofort zurück. Ach komm, jetzt kann ich nicht aufhören. Willst du mich verarschen? Die machen es einen auch schon halt gleich. Ah, extra eine dunkle Gasse. Aizu. Wo bist du hin? Nee. Was ist jetzt los? Du siehst so friedlich aus. Ich bin froh, dass du ohne Schmerzen gegangen bist. Ich werde weitermachen, damit ich dir ein paar Geschichten über die Zukunft erzählen kann, die du nicht erlebt hast. Und sobald ich genug von ihnen habe, nun, dann komme ich zu dir. Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Oh. Let's los. Hä? Ore no ryōshin no toki to onaji da na. Ano hito tachi ni nani o shita? Sasagete ita dake. Inori o. Watashi ni wa sore shika dekinai mono. お前は何なんだ?私はある存在を封じてきた。それは今。私を探し出し消し去ろうとしている。憎しみを解放するために。
Okay. Aha, ich hab's gewusst, das ist bei der dritten Folge. Es passiert immer bei der dritten Folge. Es reicht. Hoppala. Es reicht immer für drei Folgen, verdammt nochmal. Aber boah, ist das ein scheiß fieser Cliffhanger, ey. Bin ja ich schon immer echt fies, ne, wenn ich manchmal ein Spiel unterbrechen muss, weil es halt einfach so ist. Danke, der Drecks-Internetleitung. Möchten Sie die Vollversion des PlayStation Store absolut? Nein, noch nicht. Ich kauf's mir dann, wenn es soweit ist. Übrigens, das ist auch in unserem Let's Play vom zweiten Video geschrieben worden. Und, ja genau, hat jemand drunter geschrieben, dass die Retail-Fassung mittlerweile verfügbar ist. Ich habe ja in der ersten... in der ersten Folge gesagt, dass die es nur digital gibt. Für Steam, Switch und... Also für PC, Switch und PS4. Mittlerweile gibt es eine Retail-Fassung. Square Enix wird trotzdem eine verkaufen, wird doch eine verkaufen. Scheinbar, aber begrenzt. Das heißt, wenn er es braucht, gleich bestellen. Oder ihr geht auf Amazon, da gibt es einen Penner, der bietet das für 99 Euro an, der Sack. Ja, vielleicht hörst du mich, du Sack. Wahrscheinlich hat er sich so auf Square Enix vorbestellt und wirst dann für 99 Euro auf Amazon verhögeln. Gott, ich hasse solche Leute. War damals auch schon mit der Final Fantasy 15 Collector's Edition so. Ich wollte damals, bei der ersten Runde wollte ich die Collector's Edition kaufen. War halt sofort weg. Und dann am nächsten Tag für 500 Euro statt für 250 auf Ebay. Aber spielt jetzt keine Rolle. Nee, es gibt auf jeden Fall jetzt eine Retail-Fassung im Square Enix Store. Gibt zwei Versandoptionen, weil im Normalfall Square Enix Store verschickt er mit 12, kostet der Versand 12 Euro. Jetzt werden viele sagen, was? Ja, aber ist halt mit Versand, mit Versendungsverfolgung und ach, ich habe keine Ahnung, was alles dabei ist. Jedenfalls werden meine Figuren auch immer so teuer verschickt. Bei denen habe ich aber kein Problem damit. Die Scheißdinger kosten eh so viel. Aber ich bedanke mich jetzt voll fürs Zuschauen an der Stelle. Und wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play. Oder wenn Onanaki rauskommt. Kommt, glaube ich, irgendwann Ende August raus. Nagel mich nicht drauf fest. Ich habe es vorhin noch gelesen und wieder vergessen. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und Servus.